Wir gehen jetzt gemeinsam in Arch of Hysteria, eine Ausstellung, die sich mit dem großen Bogen der Rückbeuge befasst. Es ist ein Motiv, das es in der Kunstgeschichte in allen Zeiten und in allen Ländern schon gegeben hat und auch weiterhin gibt, weil die Faszination dieser Bewegung ungebrochen ist. Hier sind wir vor einem ganz zentralen Motiv für die Ausstellung. Das ist ein Gemälde von Bouyer, La Leçon, die Vorlesung in der Klinik der Salpêtrière von Monsieur Charcot. Eine Reproduktion eines Bildes von 1887 in Originalgröße. Wir sehen den Arzt, der in einer Hypnosesitzung eine sogenannte hysterische Patientin in die Rückbeuge versetzt, die am Ende in einem solchen hysterischen Bogen endet, wo der Frauenkörper vollkommen überspannt ist. Und es gibt eine Arbeit, die sich genau auf dieses Bild bezieht, von Valerie Schmidt. Die hat den Titel Deleting Babinski. Und hier sieht man, dass die Hand nur noch wie eine Applikation im Grunde genommen auf dem Trikot der Frau ist. Der Mann ist eliminiert und die Frau hält sich aus eigener Kraft. Das heißt, ein Moment der Schwäche wird von Valerie Schmidt in einen Moment der Stärke verwandelt. Ein besonderes Herzstück der Ausstellung sind die Arbeiten von Rodin, die wir aus dem Musée Rodin bekommen haben. Das sind zwei Skulpturen, einmal eine Bronze, der Torse d'Adèle, wo eine Frau sich lasziv ausstreckt. Aber wir haben auch einen Mann, einen knienden Mann, eine Terrakotta-Figur, der kniet hier nicht, sondern er ist auch in der Rückbeuge. Das ist die Arbeitsweise von Rodin, der seine Figuren gedreht hat. Also auf dem Höllentor, da kniet diese Figur, hier liegt sie in der Rückbeuge. Und es ist wichtig zu zeigen, dass Rodin auch Männer gewählt hat als Motive für diese Art von Bewegung. Und es geht ihm eben nicht um eine Pathologisierung dieser Bewegung, der Rückbeuge, des Arch of Hysteria, sondern es geht ihm um die expressive Macht, um die Ausdrucksstärke dieser Bewegung. Im Tanz gehört die Rückbeuge schon in der Antike zum Bewegungsrepertoire, wie wir beispielsweise von Darstellungen auf antiken Vasen wissen. Im frühen 20. Jahrhundert ist sie wegen ihrer Expressivität im Freien und Ausdruckstanz beliebt. Nicht nur bei den TänzerInnen, sondern auch bei den FotografInnen und KünstlerInnen, die sie abbilden, wie beispielsweise in der Druckgrafikserie von Helene von Tausig zu Harald Kreuzberg zu sehen ist. Beeindruckt von legendären Wiener Auftritten von Tänzerinnen wie Isadora Duncan und Anita Berber, beginnt Erika Giovanna Klien, sich mit figuralen Bewegungsstudien zu befassen. Das emanzipatorische Selbstverständnis der Tänzerinnen prägt zu dieser Zeit auch das Bild Erika Giovanna Kliens als feministische Künstlerin. Die für diese Ausstellung gestaltete Kunst- und Wunderkammer bringt Werke der bildenden Kunst, des Kunsthandwerks und der Populärkultur mit dokumentarischen Fotografien und wissenschaftlichen Abhandlungen zusammen. Zu den ältesten Werken gehört ein kleines Gemälde von 1600, das aus der Kunst- und Wunderkammer Rudolfs II. Stammt. In dieser Verdichtung wird die Vielfalt der künstlerischen Umsetzungen des Motivs und seiner Ausdrucksmöglichkeiten noch einmal besonders deutlich. Und sie lädt dazu ein, wechselseitige Bezüge und Anspielungen zwischen den Werken zu entdecken. Das ist eine Arbeit von Valerie Schmidt, die sich ganz dezidiert auch auf Charcot bezieht. Und zwar auf die Bewegungsabläufe. Er hat das systematisiert. Seine Vorstellung eines hysterischen Anfalls bestand in 5 Phasen, wo einer der Höhepunkt eben diese Rückbeuge war. Und Valerie Schmidt greift genau dieses Bewegungsmuster, was wir auch in der Wunderkammer in einer Publikation mit Zeichnungen von Paul Richer haben, auf und abstrahiert es. Sie lässt diesen hysterischen Anfall durch eine Matratze vorführen. Alexandra Birken ist bekannt für ihren rigorosen Umgang mit Materialien. Hier sehen wir ein Motorrad, das sich in einer hysterischen Rückbeuge befindet. Und es wird dadurch gezeigt, dass weibliche Körper für das Theater der Hysterie nicht mehr zur Verfügung stehen. Dann sind wir bei Barbys Ruder angekommen, die sich ebenfalls ganz dezidiert auf Charcot bezieht. Sie hat die Zeichnungen von Paul Richer überblendet mit Yoga-Übungen. Man sieht also hier die Zeichnung von Richer verdoppelt und hier eine klassische Yoga-Pose. Und sie blendet das übereinander und stellt die Frage, ob nicht dieses Moment der Selbstermächtigung, was bei dieser Yoga-Bewegung betont wird, also dieses kräftigende Moment, dieses öffnende, dieses herzöffnende Moment, ob das nicht auch bestimmten Zwängen unterliegt. Und deswegen hat sie eine Skulptur
erdacht, die Teil dieser Installation ist. Hier kann man in die Rückbeuge gehen, aber man wird gestützt von diesem Instrument. Wir haben für die Ausstellung auch ein Mitmachvideo produzieren lassen, was es ermöglicht, dass alle Besucherinnen die Bewegungen auch ausprobieren können, die sie in der Ausstellung gesehen haben oder sehen werden. Denn die Bewegung ist so komplex und so ambivalent, dass man sie eigentlich nur versteht, wenn man sie auch selber ausprobiert.